So, und einmal rum. Sowas fehlt mir so sehr in Star Stable. Das wäre so schön, wenn die Fohlen-App keine App wäre, sondern wenn sie im Spiel auch integriert wäre. Wenn man auch im Spiel sich einen Fohlen aussuchen könnte und das dann genauso großziehen könnte. Man muss ja nicht mal züchten können. Das wird gar nicht so richtig reinpassen, finde ich, in SSO. Ich weiß, dass es sich viele wünschen. Ich würde, es wird gar nicht unbedingt passen. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, wenn Star Stable da ein tolles System entwickeln würde. Wäre ich die Letzte, die sagt, nein, raus damit. Aber, ne? Es wäre schon eigentlich ganz cool, wenn eben dieses Fohlentraining so richtig schön ins Spiel integriert wäre. Wie, mein Stall ist sauber. Die sehen auch schon ein bisschen dreckig aus. So, hier oben können wir alles richtig mit ordentlich Schmackes abduschen. So, und zu den Beinen runter müssen wir ja ein bisschen weniger Kraft hinter dem Wasserstrahl machen. So. Sehr gut. Sauber ist sie schon mal wieder. Aber wir müssen jetzt die Hufe noch sauber machen, ja. Und die sehen jetzt natürlich allesamt katastrophal aus. So. Der ist schon mal sauber. Ja, wie gesagt, mittlerweile kriege ich da so ein bisschen Übung drin. Sind wir mal ehrlich, das wäre auch schlimm, wenn ich das nicht langsam mal irgendwie hinkriegen würde. So. Und jetzt hier noch ein bisschen bürsten. Der ist doch sauber. Aber wie hoch das Vertrauen ist von Luna zu uns, ne? Das macht mich jetzt schon so ein bisschen happy hier. So Hashtag Seelenpferd. Oh Gott. Das ist mir immer ein bisschen zu viel Kitsch, ne? Wobei es natürlich schon das Tier gibt, wo man sagt, okay, das ist das eine Pferd. Once in a lifetime, one in a million. Man sagt, okay, so ein Tier treffe ich nie wieder. Es wird mit Sicherheit andere Tiere geben, mit denen ich mich gut fühle, aber es gibt nie wieder ein Tier, zu dem ich so eine Verbindung habe. Das gibt's natürlich. Bei mir war das so ein bisschen bei Quitte so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe sie nicht lange gekannt, aber sie war für mich sowas ganz Besonderes und ist sie auch immer noch. Und ich verfolge ja ihren Fortschritt und finde es klasse, wie gut sie im Sport unterwegs ist. Aber es war halt das erste Pferd, was gewiehert hat, wenn ich sie gerufen habe. Und das ist schon süß gewesen. Das ist schon so ein bisschen so ein Moment. Ich freue mich auch drauf, wenn ich sie nochmal besuche. Wo ich euch dann übrigens ganz definitiv auch mitnehmen werde. Und so viel filmen werde, wie ich nur irgendwie kann.
goldenes Hufeisen für Hufhygiene. Jetzt hat sie auch 2 Stück. Wie sieht es hier bei Sunshine eigentlich aus? Bei ihr fehlt eins für Hygiene. Das machen wir jetzt auch durch Abduschen. Boah, so schlammig. Du bist so ein Dreckspatz. So, und dein Bauch noch. Jetzt machen wir ein bisschen weniger, dass wir die Beine noch hinbekommen. So. Mir ist doch nicht mehr viel. Warum kriege ich das nicht ab? Aha. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, einmal auf Putzen gehen. Ja, genau. Guck mal, können wir noch mal ein bisschen das Vertrauen aufbauen. Das reicht erstmal. Jetzt hat sie doch auch 2, ne? Sie hat auch 2. Dann fehlt doch eigentlich gerade hier Gäste registrieren sollen wir. Starlight holen wir runter von der Weide. Die möchte nämlich jetzt auch noch einmal putzen. Oder was fehlt da? Hygiene, glaube ich auch, ja. Dann haben wir nämlich schon mal 4 goldene Hufeisen zusammen. Dann fehlt nur noch das 5. für unser Fohlen, was demnächst groß werden dürfte. So. Pop es noch. Jo. Hier vorne noch. Wunderbar. Jetzt können wir ein bisschen weniger machen. So. Gut. Dann da auch noch einmal mit Putzen dran, weil dann gibt es immer erst das goldene Hufeisen. So, schickt auch erstmal. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon 4 goldene Hufeisen. Das ist auch schon mal was wert. So, dann gucken wir jetzt mal noch hier nach dem Gast. Hallo. Hallo. Über Nacht bleiben, ja. Du kannst gerne über Nacht bleiben. Alles gut. Dann machen wir heute hier nochmal Massage. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht heute. Wir haben heute noch mit gar nichts Geld verdient, ne? Wir haben ja heute wirklich erstmal nur betüdelt. Dim. So, 102. Oh, und 150. Das ist wahrscheinlich das ganze Pferd wieder frack. Jawohl. Dachte ich mir schon. Das ist, wenn die so viel zahlen und ich habe keine zeitliche Begrenzung, dann ist immer irgendwie das Pferd voll im Eimer. Alles kaputt. Armes Tier. So, jetzt der Rücken. Da nicht. Da, ein Stück weiter nach hinten. Und jo. Und jetzt noch den Bereich Gruppe Flanke. Okay. Doch nicht. Gruppe und Flanke wäre jetzt weiter oben gewesen.
Dann würde ich noch ganz gerne gucken, geht's hier zu den Bergen? Ach so, das kann ich erst machen, wenn ich eine 3-Sterne-Bewertung habe. Ich habe noch mehr Gäste. Och, reitet mir bloß nicht wieder meine Pferde kaputt. Hallo. Hallo. Ich habe Angst um meine Pferde. Fohlentraining machen wir auch nochmal. Jetzt habe ich bestimmt morgen wieder nirgendwo mehr zwei Hufeisen. Ich sehe es ja schon kommen. Morgen habe ich hier wieder nur noch schwer verletzte Pferde in der Box stehen. Ich bin skeptisch, weil das erste Mal ist Starlight direkt krank geworden, als ein Tourist sich draufgesetzt hat. Wenn die ja schon so ein bisschen Ahnung haben vom Reiten, ne? Aber wenn sie vielleicht so aus der Stadt kommen und nur mal so im Urlaub reiten. Was natürlich jetzt nicht heißt, dass jeder von euch da draußen, der in der Stadt wohnt und nur selten reitet, direkt die Pferde kaputt reitet. Bitte bloß nicht falsch verstehen. Man muss ja immer sehr, sehr, sehr aufpassen, was man sagt. Kann doch genauso jemand die Pferde kaputt reiten, der auf dem Land lebt oder aus der Stadt einer kommen, der ein Naturtalent ist und das richtig gut macht. Aber es ist tatsächlich so, man kann mit falscher Reiterei, egal in welche Richtung, ein Pferd ziemliche Schaden zufügen. Man muss es halt immer gut gymnastizieren, fordern und fördern, aber nicht überfordern und nicht in krankmachende Haltungen zwingen. Stichwort Hyperflexion bzw. Rollkur. Guck mal hier. Einmal Fohlentraining noch. Ah. Schaffen wir noch in den letzten 6 Minuten oder 7 Minuten des Tages, die gerade noch auf der Uhr waren. Und ich glaube, heute wird es tatsächlich eine lange Folge. Ich glaube, dass ihr jetzt gerade Teil 2 seht. Ich glaube, das habe ich jetzt gecuttet. Ist jetzt so nur so meine Einschätzung. Meine Einschätzung der Dauer, die ich gerade aufnehme. Ich denke, dass ich schon fast bei einer halben Stunde wäre, komplett, wenn ich alles am Stück lasse. Ich meine, für mich ist es natürlich angenehm, wenn ich so eine lange Folge mache. Ne? Dann habe ich halt direkt für 2 Tage aufgenommen. Das ist dann eigentlich ganz, ganz praktisch. Vor allen Dingen, wenn man vielleicht noch irgendwie was vorhat, ist das immer sehr, sehr gut. So, eins nach außen. So ein braves Poli. So, jetzt noch 2-mal halten. Ich schicke sie schon mal ein bisschen nach außen oder ihn. Guck mal hier, super. So, ein bisschen in die Mitte holen, ein bisschen weiter nach innen. Dann sparen wir noch mal ein bisschen Zeit. Und wieder nach außen schicken. Sehr gut. So. Guck mal da. Jetzt haben wir schon wieder 1140 Credits. Das ist doch ganz nice. Gut, ihr Lieben. Oh ja, gucke mal da. Dein Fohlen ist jetzt erwachsen. Du kannst es in deinem Stall behalten oder für 436 Credits verkaufen. Recht viel wert, ne? Aber wir behalten es natürlich. Das, ihr Lieben, werden wir dann in der nächsten Folge umbenennen. Das heißt, ich gucke da mal, was ihr jetzt so alles an Namensvorschlägen mittlerweile geschrieben habt. Und ja, Luna gesund? Ja, Luna gesund, sehr gut. Und dann werden wir gucken, dass wir sie umbenennen und, ne, dass wir 5x2 goldene Hufeisen haben, dass wir heute die 3-Sterne-Bewertung schaffen. Das wäre auf jeden Fall ziemlich nice. Also nicht heute, sondern beim nächsten Mal, in der nächsten Folge. Jetzt ist sogar die Playlist vorbei. Also dann, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.